No, ich hatte einen Albtraum, dass ich von irgendjemandem geweckt wurde. Oh nee. Ja, es ist. Komm. Schon wieder, Linden. Zünd mein Bett nicht an, bitte. Da schlafe ich drin. Alter. Alter Mann, hör auf meine Bude hier anzuzünden die ganze Zeit. Du wirst uns doch alle umbringen. Ja, und willkommen. Mein Name ist Ani YP und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ich laufe im Trainingsanzug rum. Ich glaube, da sind wir noch nicht mit rumgelaufen. Ne? Außerdem hatte ich jetzt keinen Bock mehr, was zu holen. Ja, Linden hat uns wieder beinahe ja abgefackelt. Cool. Der hat uns jetzt zweimal am Stück hier besucht in unseren Gemächern und beim zweiten Mal hat der erst erkannt, dass er unser Schlaf gemacht ist. Also okay, warum nicht? Ja, heute spielen wir Kapitel 20, das Schloss ohne König. Stimmt sogar. Ich dachte erst, ich hatte da irgendwas falsch gesagt, aber nee, ist sogar richtig cool. So, wir gucken uns einige Bandgespräche an, die ich wieder auf Screen geformt habe. Das sind nicht so viele, das sind nur 4 Stück diesmal. 1, 2, 3, 4, ja, 4 Stück. Aber die müssen sein, ne? Müssen nicht, aber... Hier tut die ganze Zeit schon irgendwie jemand über mir oder unter mir bohren. Und da geht mir irgendwie auf den Nerven. Ich hoffe, das werden... Ich versuche zu schlafen, auch nicht so, ne? So, wen brauche ich denn hier? So, mein Gott, zoomen wir mal. Ja, Ember. So, Ember habe ich mit Roy trainieren lassen, nämlich. Ich habe 12, ich habe 13 Charaktere vorbereitet, aber 3 davon sind Heiler. Das heißt, ich nehme einfach einen meiner Heiler raus und dann haben wir das. Ich verstehe mal irgendwie noch nicht die Timeline hier. Sind die ganzen Sachen, spielen wir in der Zukunft von all den anderen Teilen oder so? Dürfte ja eigentlich nicht der Fall sein. Jetzt sind alles andere Welten. Obwohl eigentlich nicht, das sind alles andere Kontinente, ne? So, jetzt so, jetzt, wieso bin ich gerade so blind? Ey? Ich finde irgendwie niemanden, den ich hier suchen will. So, ihn haben wir mit Corin einmal trainieren lassen, auf Level 10 schon. Damit wir ihn hier ausrüsten können mit ihr. Damit wir ihn ausrüsten können. Keine Ahnung. Welcher? Sie hat 2. Takumi oder Leo? Ja. Wahrscheinlich Takumi, weil er auch einen Bogen hatte, ne? So, dann haben wir Kagetsu mit Alk trainieren lassen auf Level 5. Unser Alk. Ich finde nur, dass nicht so einen schwächlichen Adelskampfstil. Ich bin Mann. Ich bin Söldner. Ich habe nicht so einen ehrlichen, weichlichen Adelskampfstil. So, und dann noch Bucheron. Nein. Und Erika. Auf Level 5. Und dann haben wir es. Oh, Buff Erika. Erika ist so, aber... Buff Erika incoming. Fire Emblem, wann? Okay, da war es schon. Und dann haben wir noch 3 Support-Gespräche, die ich freigeschaltet habe, auf Screen. Bin überrascht, dass ich immer noch 3 bekomme, jedes Mal. Okay, Louis und Zelkov. Los geht's. 2 Stalker. Wie schon beide so standen, so und angefangen.
gewartet haben, bis die Konversation anfängt. ところで今お時間があるなら一緒に紅茶を飲みませんか。理解不能だな。なぜ親しくもない俺を茶に誘う。親しくなりたいからこそお誘いしているんですよ。俺と親しくなりたいだと何を考えている。正直に話せ。僕はずっと正直に話していますよ。 仲良くなるために、お茶でもご一緒しませんかと。悪いが、断る。それはマッキーで、うん、これは残念です。今度はそのキャラだね。何だろう。どういう意味だ。顔を見ればわかりますよ。いや、そう、ああ、これ、ちょっと倒すらしいね、ルフト。 でも仲間ですから気にはなりますね。もういい。お前がどんなつもりかは知らないが、今後は俺に構うな。そういうわけにはいかないんですよね。Ich bin ein sehr dedikierter. Warte mal. Brunette und Anna. Los geht's. お、見事な巻き割りだな。巻きの大きさも均一で美しい。素晴らしい職人技だ。そうでしょ。私巻き割りが大得意なの。この巻きで工芸品を作ってみんなに売るのよ。アンナ、頼みがあるんだが。アンナじゃなくてアンナさん。 Ich möchte es lecken, den Geschmack herausfinden. Ich möchte es lecken, den Geschmack herausfinden. 私の料理が格段とうまくなるに違いない。だからぜひ頼む。難しい話だけど、わかったわ。そこまで言うなら特別に譲ってあげる。もちろんお代はいただくけどね。アンナさんはしっかりしているな。一人で生きていくためには。これはホイルスケットで完成。 Kannst du bitte nicht in dieser sinnlichen Stimme mit Anna reden? Ich ein sehr komisches Gefühl. Sein Name Panette und Sophia. ザフィーヤさん、お言葉遣いがなってないでございますですわ。なんだい、パネトネじゃないか。お国は違うとはいえ、あなたも私と同じ主君に仕える進化でございますです。お礼儀作法は正しく綺麗なお言葉遣いを心がけてございますです。なんだ、そんなこと言われてもね。私は生まれてこの方こんな感じさ。 それで困ったこともないし、進化の行動は国そのものの評価にもつながるのでございますですわ。行動次第では国の品格を傷つけることになりかねないのでございますです。なるほど。私の行動が知らず知らずのうちに国の名に泥を塗っていた可能性もあるわけか。そうでございますです。危機感を抱いてくださりありがたいですわ。 しかしご安心を。私がザフィーヤさんにお礼儀作法を指導して差し上げますです。え、あんたが私に。準備は進めてますですの。首を洗ってお待ちくださいませ。Okay. Das ist irgendwie war nicht so foreshadowing, dass sie irgendwann herausfindet, ey, du redest auch wie so eine
sondern schuft die irgendwie, ne? Irgendwann wird er doch so darauf hinauskommen, oder? Gut, dann haben wir geschlafen, dann tun wir dann natürlich wieder essen, ne? Weil das macht man, wenn man aufsteht, ne? Sofort. Erstmal 4 Sterne Gericht hier zu sich nehmen, ne? 4-Gänge-Menü, meine ich. 4 Sterne etwa gut, ne? Wenn es Ember nicht wieder versucht, hier zu vergiften, sein letzten Gericht, seinen letzten Versuch hier, etwas für unseren Gaumen hier herzustellen. Wir sehen, da sind schon wieder hier Sachen gewachsen. Schaut hier nur, ja. Wünsche, ich könnte ein paar davon verkaufen, ey. Ich habe mehr als genug. So. Wir gehen aber noch kurz hier zum magischen Boden und tun da Zeugs reinwerfen wahrscheinlich, ne? Habe ich noch eine Ration, da reinballern kann. Mittlerweile sind mir auch egal, was ich da reinpacke, ne? Einfach nur im Müll, den ich nicht mehr brauche. Und was ich nicht mehr viel habe anscheinend. Ich habe nicht mehr so viele Sachen hier, die ich da reinpacken kann. Oh, oh. So eine ganz normale Silberlanze ist eigentlich nicht schlecht, ne? Langspeer. Ein, zwei, drei. Also nicht. Habe ich noch so viele Antidotes? So, Alter, geht gar nicht hoch. Alter. Alter. Guck mal die Sachen ein. Ja. Kommen wir Ration beim nächsten Mal da rein. So. Oh Gott, ich spiele viel zu viel Genshin Impact. Ich drücke die ganze Zeit hier meinen Schulterknopf und versuche dann irgendwie den Control Stick nach unten zu packen, damit ich die Karte sehe und mich teleportieren kann. Aber das ist ja nicht Genshin Impact. Hier gibt es keine. Hier gibt es keine Waifus. Hallo, ich bin Waifu. So. Mit wem schnabulisieren wir denn ja noch was? Na, oh, stimmt, ich habe noch nicht mit allem B. Irgendwie habe ich. Warte mal, Marin macht für Marin und. Funktioniert das denn? Ja, und Rosado. Marmeladenkuchen. Nusskompott, machen wir das. Und Gemüse. Aber sehen, wenn ich einfach irgendwie was Merkwürdiges da reinpacke. Wenn ich in den Kuchen irgendwie Fisch reinpacke oder so. Mal austesten. Ah, cool. Alles klar. Magie plus 3. Kann ich irgendwie mehr Sachen erhöht werden? So, okay. Dann haben wir noch ein Unterstützungsgespräch anscheinend, ne? Mayen und Rosado. Los geht's. Da sind sich ein Weibernritter und ein Wolfsritter. いつかはこうなると思ってたんだよね。仲間同士争いたくはない。でも逃げることもできないよ。僕と君が出会った時から決まっていた。ここは正々堂々と戦うしかないんだ。さあ、始めようじゃないか。かっこいいと可愛い。 Ich
Genauso habe ich mir gedacht, wie hat ein Gespräch zwischen meinem Hauptcharakter und Linden letztens ablief. Erst kommt diese ernste Musik, dann kommt irgendwas vollkommen Bescheuertes. かっこいいと思うもの可愛いと思うものを持ってきてみせよう。それに心を奪われた方の負けだ。わかった。とびっきりに可愛いものを用意してくるよ。僕も負けないさ。僕が用意したかっこいいもので君の心を奪ってみせる。俺だってメリンを可愛いの虜にしてみせる。 Perfektes Writing von Charakteren. Ah, Fire Emblem. Bitte ändere dich. Ich wollte erst sagen, ändere dich, nee, aber nein, bitte. So, dann sind wir ja fertig. Und wir gehen ins nächste Kapitel. So, Weltkarte aufbrechen. Wir machen das nächste Hauptstory-Kapitel. Weil Alana Kapitel, ich habe irgendwie drei Nebenquests, die alle auf Level 8 sind. Das heißt, wir werden eine Menge Nebenquests hier machen. Nach dieser Hauptquest. Also ja, keine Ahnung. Ja, müssen wir hin, ne? Irgendwie konnte ich schon da hinten hin. Nach der Nebenquest, ne? So, dann haben wir Kapitel 20, Schloss Elusia. Nach dem Sieg über Mani und Mavia erreicht die Armee des Wurmgottes endlich Schloss Elusia. Dann gehen wir mal da rein. Treten wahrscheinlich wieder jemanden in den Hintern, den wir schon tausendmal besiegt haben, aber treten wir den trotzdem in den Hintern. Ne? Das Schloss ohne König. Das ist so ein cooler Titel. Was könnt ihr eigentlich? Wenn das nicht ein Zeichen ist, dass die sich irgendwann uns anschließen, ne? Maron. Warum sagst du denn aus? Du hast einen riesigen Abwehrwert.私はベイル様のご命令に従っただけよ。それともベイル様を非難する気かしら。俺は今回のことを言い訳する気はない。もし罰があるなら俺に与えてくれ。もう？こいつはただ褒めてもらいたかっただけだ。共にいて止められなかった俺に責がある。まあ。 あなたいつの間にマロンをかばうようになったの？これまで主君の誰にも心を開かなかったのに。それともベイル様の件があるから私を怒らせないようにしたいのかしら？でも残念、ベイル様への術はもう賭けてしまったわ。約束が違うだろう。ごめんなさいね。待とうと思ったのだけれど。 欠陥品の人格が目覚めてしまったから仕方なく約束を違えていたのはそちらも同じよ。今回の件、ソンブル様への反逆に値するわ。私たちは家族なんだもの。悪い子にはきちんとお仕置きをしないとね。何するの？マロ、逃げろ。させないわ。 Okay, nicht tot. Ach ja, ich hab's
haben Platz in meiner Armee. Da müssen wir gegen ihn jetzt kämpfen. Okay. Mit dem habe ich kein Problem. Den haben wir bis jetzt immer voll leicht erledigt. Ja, wahrscheinlich Zellikas Ring, ne? Die Stimme von meinem Hauptcharakter fängt langsam auch irgendwie an, mir bekannt vorzukommen. Ich mal googeln. Aber dann gibt mir der Algorithmus von YouTube wieder irgendwelche Videos, die ich nicht sehen will. Und ich werde das dieses Mal ein bisschen einfacher in diesem Schloss. Das war aber ganz schön heftig. Muss man gegen Hortensia und ihren Vater kämpfen und danach muss man vom Veil wegrennen, glaube ich. Dann lass uns mal da reingehen und einen neuen Ring einstecken. Nicht Bildschirm schon einschalten. Das macht es einfacher, sie zu erledigen. Jemand sagt mir, die haben irgendwie die Ringe kopiert oder so. Man würde sonst sagen, oh, das ist halt original. Vor allem, da wird das Spiel irgendwie viel zu einfach, Mann, wenn wir alle Ringe haben, ne? Gegner können ja nicht alle schwächer werden. Ich wette, irgendwann kommen die mit irgendwie nachgemachten Ringen oder so. Darauf stehe ich. Bitte verprügel mich. So hart wie du nur kannst. Dann haben wir wieder Zellika. Da können wir teleportieren. Reiß mich in ganz viele Stücke, bitte. Darauf stehe ich. So, neues Schlosslevel. Schlosslevel waren bisher immer recht schwierig in diesem Spiel. Also mal schauen, was jetzt hier abläuft, ne? Das hat die gleiche Position, wie wir letztes Mal waren. Oh nee. Was ist das? Da war neu. Falle. Einen weit entfernten Gegner auf einen. Entschuldige, was? Oh, dich werde ich sowas von mit irgendjemanden abschießen. Ich weiß nicht mehr, wen ich Lin ausgerüstet habe, aber du wirst sowas von abgeschossen. So, oh nein. Aber oh, die machen wahrscheinlich die Fackeln ja noch aus, ne? Aber warte mal, ich habe doch
Dingsstäbe hier zum gucken. Natürlich sind da Truhen. Also ein Outro, das heißt, ich muss wahrscheinlich voll schnell machen, ne? So. Ihn kann man relativ gut erledigen. Oh, Excalibur, Excalibur. So, er hat nur Teleport. Das ist nicht schlecht. Aber er bekommt, glaube ich, mehr Fähigkeiten, je mehr Dinger wir ihn runterhauen, ne? Je mehr von diesen Edelsteinen wir ihn runterhauen. Na, irgendwas sagt mir, ich muss mich hier sputen, um diese Dinger jetzt zu erreichen. So, sieht aus, jetzt könnte ich 12 Charaktere da einpacken. 11. Haben schon. Ich habe notwendig hier auf 12 runter gerechnet. So, ihn müssen wir mal hier lassen, würde ich sagen, weil ich will lieber sie mitnehmen. So, habe ich zwei Heiler will ich mindestens haben, ne? Ich habe Chloe und Ivy, aber sie hat keine Dingens, weil ich Dings hier mitgenommen hatte. So, so, und dann brauche ich noch einen Stab, mit dem ich hier sehen kann. Ach, verdammt, ich kann wieder nicht. Doch, ich habe all meine Superringe. Ja gut, dann wird Panett wohl noch auf der Bank bleiben erstmal, außer ich. Nee, lass mal so. Muss ich auch schon wieder irgendwie Charaktere ändern? Nee, lass mal. Beim nächsten Mal, ne? Obwohl ich Zellkopf, glaube ich, nicht so brauchen werde hier. Oder kann man hier. Doch, es gibt Säulen hier. Okay, da ist Zellkopf, ist doch nützlich hier. Wenn es keine Ausweichmöglichkeiten gibt hier in dem Level, dann macht es keinen Sinn hier, einen Dieb mitzunehmen. So, ist egal. Ich glaube, ein Frame werde ich nicht so brauchen. Aber was ich brauchen werde, ist Illumnis. Ich habe nur 2, aber egal. So, das ist meine Truppe heute, ne? Für diesen Abend. Und, so, wer hat Lin? Du hast Lin. Kannst du? Du wirst aber den einen Typen erledigen können, ne? Irgendwas sagt mir, du wirst ihn nicht erledigen können. 31 ist sehr wenig. 31, weiß ich nicht, wie viel Schaden hat immer macht. Hm, 10, das wäre 3. Also 6 Schaden, keine Ahnung. Wird schon irgendwie klappen. Ne? So, erstes Business hier. Krieg ich den überhaupt erreicht? Den krieg ich doch erreicht, oder? Wenn ich den hier packe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Wenn ich den da hinpacke, wird das schon klappen, oder? So, da müssen wir natürlich hier. Oder nicht? Ich kann jetzt nicht wirklich mich hier positionieren, weil ich nicht weiß, was hier alles ist. Kriegen Diebe eigentlich einen Sichtbonus in dem Spiel? Weil normalerweise können Diebe weiter sehen als. Oh, ist sogar. Ja, Diebe können normalerweise weiter sehen als andere Einheiten, deswegen ist das nicht schlecht hier, wenn wir ihn mitgenommen haben, würde ich sagen. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, was hier alles noch ist, ne? Also kann ich jetzt nicht einfach so willkürlich einige Leute hier reinschicken. Ja, verdammt. So, erstmal was wir machen müssen, ist Licht an. So, krieg dich kaputt. Bolganon. Ich habe keinen Faustkämpfer hier, glaube ich. Sie werde ich brauchen. Ich kann versuchen, dich abzuschießen, ne?
Wenn ich hier hingehe, schieße ich dich ab. Hätte ich doch bestimmt doppeln können, oder? Nee. Verdammt. Habe ich hier auch einen Langbogen? Ich glaube, ich habe hier auch einen Langbogen, oder? Nee. So, wir hatten eine Menge Verteidigung. Warte mal, dich pack ich auch mal hier hin. Dann kannst du auf ihn losgehen, vielleicht. Oder dich. Ich kann dich auch reinpacken. Ach, verdammt. Verdammt. Wer hat Sigurd? Du hast Sigurd, verdammt. Aber dich brauche ich. Dann machen wir folgendes, ne? Wir geben mal anstatt ihr geben wir dir Illumis. Nimmst du eben zwei Progatives, kein Ding. Und dann kann sie angreifen. Sich vielleicht um den Typen da kümmern. Ja. Sie kümmert sich um den Typen, dann. Jetzt hier, also du schießt von da unten, du kannst auf den losgehen, oder nee, du dich brauch hier, du gehst dahin, dich kann ich ja hier einschicken. Okay, perfekt, perfekt, alles klar. Ich weiß nicht, ob es perfekt ist, aber schon habe ich auch noch hier. Ja, ist in Ordnung, so. Gut, wird schon klappen. Gut, Rainer. Ah, hier. Und ja, haben wir alle super Ringe ja verballert, ne? Ja, ne? Ich gehe noch mal nur kurz nachgucken, ne? Ja, sieht aber gut aus. Wander, nee, Wander, was mal. Nee, in so einem dunklen Gebiet lasse ich den lieber nicht rumlaufen. Göttlich, ich habe Angst im Dunkeln. Was? Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht gut. Oh Gott, das wird schon so was von Horror hier sein. So, natürlich krieg ich dich nicht erledigt. Das heißt, ich muss. Darf mich nicht hier rein bewegen. Cool. So, wo pack ich denn jetzt? Ich habe gar nicht so viel. Ist gar nicht, ah, das ist um sie herum. Nein, dann merkt das ja auch nicht so viel. So, meine erste Strategie schon mal im Eimer, ne? Weil einfach nur weil ich hier nicht links den Typen erreiche, dann gehen wir halt da an. Diesmal ist das Spiel nicht so am Lenken. Finde ich gut. So, er hat übrigens seine Verteidigung maximiert. Nicht schlecht, ne? Ja. So, wir können ich einfach mit einem Schlag wegkommen. Nicht gut. Boah, guck mal, wie viele Dinger er bekommen hat. Da, da. So, da muss ich einfach nur hoffen, dass hier was erledigt, ne? Aber mal so, wir müssen mit einem Schlag weg. So.
So. Ah, ist voll mies. Ich weiß auch jetzt gar nicht, was hier alles drin ist, versteckt ist, ey. Sag. Meine Charaktere sind langsam ganz schön stark, ey. Verbesserten Ringen und so, verbesserte Klamotten. So, jetzt je nachdem, was natürlich hier kommt, ne? Weiß ja nicht, was jetzt hier alles auf mich wartet. Es ist super voran. Ja. Kann jetzt je nachdem, als hier in den Schatten auf uns wartet, übel ausgehen irgendwie. So, ach guck mal hier, da ist schon. Was ist das denn? Hey, wie soll ich denn darauf reagieren? Hallo? Entschuldige, was? Ja, er ist tot. Pff. Wie soll ich mich denn darauf vorbereiten? Ja, er ist tot, ne? Treffer 141. Ich meine, er hat eine 40-prozentige Chance zu treffen. Was ist das denn? Hallo? Alter, was soll ich dagegen bitte schon machen? Was ist das denn? Ja, Zerkopf ist jetzt tot, außer er tut jetzt wie ein Pro ja alles ausweichen. Ja, teleportieren kann er ja natürlich auch noch. Ey, was hätte ich denn dagegen machen sollen? Cool. Das habe ich ja noch nie. Ey, so ein Blödsinn habe ich ja noch nie gesehen. Und natürlich kommen da auch noch Diebe. Ja, ein Zeitkristall bitte. Alter, voll. Ja, der kann uns dann jetzt alle treffen, oder? Der ist jetzt hier, ne? Hier ist er, ne? Also, der kann doch jetzt eigentlich hier jeden treffen. Was ist das denn für Bullcrap? Boah. Alter, das habe ich ja. Das kannst du ja nicht machen. Das ist wortwörtlich unfair. Ich weiß. Ich sage das oft hier in dem Spiel, weil das ist wortwörtlich unfair. Da kann ich ja gar nicht drauf reagieren. Hallo? Hey. Weil wenn er sich noch öfter teleportieren kann, ne? Was ich hoffentlich nicht, was ich nicht hoffe, ne?
dann war es das eigentlich. Hey, wie soll ich denn darauf reagieren, Mann? Haben ja alle nach rechts, bitte. Außer der ist jetzt irgendwo woanders, aber der hat sich ja schon teleportiert, bevor. So, ich weiß jetzt nicht, ob hier jetzt irgendwie einer in Reichweite ist, ne? So, was nun? Cool. Die Diebe muss ich mir auch noch kümmern. Der hätte mich getötet, wenn er gekrittet hätte. So, ist er jetzt die ganze Zeit da, bis ich den aufgedeckt habe? Okay. Mal so checken, ne? Oh Gott, die Diebe sind zu stark. Ich kann die nicht. Ich kann die noch nicht mal jetzt hier erledigen. Also ist er jetzt da? Er ist jetzt da, ne? Und er bleibt jetzt auch da, oder? Oder hat er sich jetzt offscreen weg teleportiert, wenn ich ihn nicht gesehen habe? Also so ein Mist kannst du nicht bringen. Sag mir, ich werde diese Level nicht mögen. So, außerhalb von dem seinem Bereich muss ich auch bleiben, ne? Also ganze Menge schlechte Neuigkeiten, ja. Da kann ich nicht hin, weil ey. Ich weiß ja nicht, was hier alles noch ist, Mann. Ich wünsche halt so viel Fackel aus anderen Fire Emblems. Wo ich halt irgendwie in so einem Bereich hier Fackel einsetzen kann. Ich kann nicht. Ich weiß noch nicht, was da drin auf mich wartet, ne? Ich weiß es nicht, weil ich den nicht erledigen kann. Den Dieb kann ich auch nicht erledigen. So. Der Dieb wird nicht auf mich losgehen, ne? Die ignorieren mich, oder? 34, 41. Ah, du hast eine Silberaxt, nimm die mal. Die ist genauso stark wie mein hochgepowerter. Ah! Komm schon! Ach so, was kann ich nicht reagieren, Mann? Ah. Ich kann ihn dahin packen, dass er sich irgendwie da gefangen hält. Der hier, weiß nicht. fangen lässt von dem einen Typen. Der wird da, glaube ich, überleben, wenn er mit Ikea sich verbündet. Ah, mach mal einfach.
Donk. Ja, das war mit der Waffe nicht so gut. Der Typ hat sich nicht bewegt, Mann. Ah, ich hasse dieses Kapitel. Offiziell, ich hasse es. So, ich habe eine Idee. Einer muss sich ja hier fangen lassen, ne? So, hey, warte mal. Funktioniert hat eine Idee. mach mal als letztes. Machen wir hier. Ja, wenn ich es nur wüsste, ne? So, du kannst ihn platt machen. Bis ich an vorderster Front packe, das sehe ich auch besser. So, so kurz davor, ne? Das Ding zu erreichen. So, hahaha, komme ich nicht ran. So, ich muss mich eigentlich nur um ihn noch kümmern. Hey, warte mal, hier bin ich in der Reichweite von dem. Verdammt. Aber solange ich da welche reinpacke, die überleben, die einen Schlag überleben, müsste das ja eigentlich in Ordnung sein, ne? Verdammt. Ah, wegen der Säule, ja. Ist genau im Weg. Cool. Aber warum muss es Falle sein von allen Sachen? Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Kommt ja natürlich auch darauf an, wann er das einsetzt. Wenn er am Ende des Zugs macht, dann ist er da voll chillig. Aber ich bezweifle, dass das der Fall sein wird. Wenn du einen Crit machen willst, dann wäre der weg. Ich weiß ja nicht, was sich hier noch befindet, ne? Das ist das Problem, ne? Wenn jetzt hier noch 5 Leute sind oder so, dann war es das. Das ist voll das unfaire Kapitel. Was soll ich denn hier machen? Boah. Da ist wieder Schwertmeister, das heißt, die treffe ich wieder nicht. Warte mal, wer hat Sigurd? Du hast Sigurd, ne? Wenn du Dings einsetzt, ne? So, hey, ein Moment. Der Angriff sah aber anders aus, als er den gegen mich eingesetzt hatte. So, was ich machen werde, auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich nicht großer ET einsetzen. Alter, wie viel? Ach, das hat er noch gar nicht freigeschaltet. Ich wollte schon sagen, boah. Ach
Alter, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Der ist voll. Genau deswegen dauern die Parts immer so lange. Ich warte immer so ewig da, bis ich hier mit einem Zug hier mal durchkomme. Warum machst du mit Donner so wenig Schaden, Mann? Weiß nicht, ob man ich mich hier als erstes kümmern soll oder so. Okay, mach mal den hier. Oder auch nicht. Anzünden. Da ist eine Fackel. Ich gar nicht gesehen. Oh, er hat die Silberlanze sich gerade. Irgendwann muss ich hier mal langsam machen. So, komm, halt ihn an. Ich habe mich ja hin teleportiert. Das ist Silberklinge, hat sicher jetzt erst. Krieg dich down. Ein Schaden. Mein Gott, ey. Na, tue ich jetzt offiziell ihn hier ignorieren? Anscheinend ja, ne? Einmal wirst du ja damit treffen, oder? Treffer plus 15. Okay. Welche Level sind die eigentlich alle? Level 11, ey. So. Hast du nicht auch eine Kriegeraktion oder so? So, er kann jetzt wortwörtlich jeden da reinziehen gleich, ne? Aber was soll ich machen? Wenn ich ihn erledigen könnte mit Lin, ne? Dann wäre alles ja kein Problem, aber es ging ja natürlich wieder nicht. Oh. Warte mal, wen habe ich überhaupt mit Kaya gegeben? Anna, ne? Mein Gott, sie konnte doch auch heilen. Oh. So, schieß mal einmal dich ab, bitte treff auch. Und je nachdem, wie der nächste Zug jetzt aussehen wird, wird das hier ganz unschön, ne? So, jetzt wird er gleich hier jemanden reinziehen und wir kriegen dann voll auf die Nuss. Fällt mir gar nicht. Richtig kaputt, wenn ich mit ihr Dings einsetze. So, wir machen erstmal den hier, ne? Und ich hoffe mal einfach, da sind nicht so viele Leute gerade. Cup geht er sogar hier irgendwie auf uns los. So, den kriegen wir down. Den hat immer nicht down gekriegt. Okay, wir haben kriegen Stabber gemacht, von daher doch. Hätte man down gekriegt, definitiv. Oh. Ja, pf, keine Ahnung. Ja, Gott verdammt.
Ah nee, da war der Dieb. Okay, alles klar. Nee, alles cool. Das ist so ein dämliches Kapitel. Ich hasse dieses Kapitel jetzt schon. Ja, und er bewegt sich ja noch, genau. Einer. War eigentlich voll doof. Und um die Diebe muss ich mich auch noch kümmern. Ja. War noch ein Kritscher-Treffer. Noch ein Kritscher-Treffer. Mit überlebt das. Gott, da greift mich jemand aus dem Dunkeln an. Cool. Na. Ach mein Gott. Oh Gott, nein, nicht das von allen Sachen. Sie hat so eine Menge. Was soll ich hier machen? Das ist voll Bullcrap. Warte mal, tut sich der Typ auch noch bewegen? Nee, ich wollte schon sagen. Alter, das ist voll Kacke. Ey. Was soll ich denn dagegen machen? Okay. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, ist jetzt ihn ja hinzuschicken, ne? Weil er halt eine Menge Verteidigung hat. Ich muss ja einen Zug warten. Ich muss irgendjemanden da reinpacken, der genau jetzt hier. Von hier unten kommen ja auch noch Leute, ne? Ja, du bist sehr stark. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Da ist so eine ekelhafte Position, in der man ist. Ich fasse das einfach nicht, Mann. Ich mache ich fertig. Da muss ich jetzt hier die Leute alle abblocken, würde ich sagen. Ne? Wenn ich diesen einen Magier erledigen könnte, ne? Warte mal, wer kann tanzen, ja? Wer hat Beilef? Ihr bringt der Tanz nicht so viel. Nee, sie hat doch gar nicht Beilef. Wer hat Beilef? Du. Der kriegt jetzt nicht. Hast noch nicht mal. So, cool. Ja, wir müssen. Ja. Jetzt hier einfach uns verschanzen erstmal, ne? So, bist du hier der Axt rein? Du gehst auch mit der Axt hier rein. Müssen wir jetzt erstmal warten, bis hier die. Hey, warte mal, Zellkopf. Hier rein. Du kümmerst dich um die Leute hier. Oh. Stimmt, wer hat das hier? So, da müssen wir halt hier, ne? Ne? Da müssen wir halt hoffen, dass unser Hauptcharakter hier überlebt. Ich habe vergessen, ihn Dings. Pff.
Ich habe vergessen, ihn den Dings auszurüsten, den Abwehrhaltung. Cool. Na gut, dann warten wir ja. Und wie das hier ausgeht, ne? Der wird sich als erster bewegen. Sehr gut. Das Ding kann daneben hauen, sagt mir das doch. Macht's auch viel einfacher. So, solange Gris sich nicht bewegt, ist alles okay, ne? So, dich. Dach Protection, okay. Ich muss schon sagen, wenn ich null Schaden gegen den mache, ne? So, dich packen wir einfach aus der Reichweite von 54. Er trifft ihn nicht. So, hier oben ist irgendwo der Typ, ne? So, warum hast du dich nicht bewegt? Alter, das Spiel macht mich hier neu fertig. So, ich muss sie nach oben bewegen, weil halt sie Elomis hat. Ich aber sehe. So, jetzt müssen wir dich erledigen. Geht nicht anders. Eigentlich mit Sieg hinkriegen, ne? Oh ja. So, wenn wir das machen, dann haben wir eigentlich schon das Kapitel um einiges vereinfacht, würde ich sagen. Ah. Was ich mache, ich mache erstmal hier. Stelle ich hier hin. Dann zünden wir das Ding an. Gott, diese Trefferchancen von denen, ne? Das gegen Schwertmeister zu kämpfen oder Leute, die allgemein viel ausweichen. Savado. Ja, jetzt hört man es natürlich, ne? In Octopath Traveler 2 habe ich aber eindeutig gehört, weil er hat genau gleich Sprechweise gesagt. Osvaldo. Osvaldo, jo. Weil der Charakter, zu dem er gesprochen hat, hieß Oswald. Ne? Osvaldo, ja. So, entschuldige, was? Gehst dadurch nicht drauf? Bolgano, Problem ist, ich weiß nicht, was da oben noch ist, ne? Okay. So. Dann muss ich halt hoffen, ne, dass hier nichts Böses ist, ne? Mich so fertig macht. So. Ich packen wir erstmal out of commission, ne? Gut gemacht. Und dann können wir uns jetzt ein bisschen besser hier bewegen. So. Nein. Was hast du? Na, ah! Sack. Mhm. Ich hasse dieses Kapitel. Oh, nee, er reicht ihn auch noch. Oh.
Wir mit da jetzt nicht so auf die Nüsse. So, da jetzt sehe ich ihn. Cool. Macht sofort einen Abstecher zu dem. Ja, Sack. Nein, Finger weg davon. Nein. Kriegerbogen, ja damit. Da sind ja auch noch so viele Leute. Entschuldige, was? Der doppelt mich und macht so dicke Schaden. Alter. Boah. Ja, da gehört mir. Coole Moves, meine sind besser. So, niemand gestorben hier. Finde ich gut. Solange Chris die ganze Zeit da am Chillen ist, ne? Alles noch okay. Kann ich dich erreichen von hier aus? Ja. Nice. Ja, beide mal getroffen. Ich hab's auch für ihn, weil ich brauchen da. Kannst du bitte kitten? Was? Ja, komm. Erst mal den Crit, das kriegt eine super Idee. Scheiße, gut. Ein Hagel aus Schlitzern soll auf dich ja niederprasseln. So, und dann, wenn ich Glück habe, was ich nicht habe, obwohl, wenn ich Glück habe, kittet er ihn. Oh, sehr gut. Verstehen wir noch nicht, warum sich das immer aktiviert. Hat irgendwas mit Lucina zu tun, ich weiß, aber ich bin noch gar nicht in der Reichweite von dem Typen, oder? So. Okay, ich hatte hier überhaupt geregelt. Ich glaube irgendwie nicht, ne? Ich kann versuchen, dahin zu gehen. Warum kann ich nicht hier hin? Lähmung, ich weiß nicht. 3, 4, 5. Warum habe ich so wenig Bewegung gerade? So, du machst ihn fertig. Das sehe ich doch gerne. Jetzt aber auch dicke Schaden. Ach, ich habe dir einen Heilstab gegeben. Hab ich gesehen. Gott, die haben alle Silber-Äxte und Silberschwerter. Ich muss ja meine Dinger schon alle raushauen, ne? Richtig erledigt mit, wenn ich den Dings gebe. Nee. Nee. Ja gut, dann haben wir unsere Ringe eben aus. Oh, ich mach sie kalt. Und ich auch. Dieser Echo-Schrei. So. Ekelhaft. So. Warum ist er hier der schwächste von allen bisher? Ja, wenn ich hier den Weg so blockiere, dann kann ich nach oben gehen. Ne?
Er trifft mich garantiert. Ich kann außerdem den ja machen. Boah, ich würde am liebsten da oben hingehen, ne? Aber kriege ich nicht hin. Du wirst einen Schlag ja wohl überleben, ne, von den Typen. Was machst du denn? Mein Fernkampf. Danke für die Hilfe, Klamm. So. Dann, wenn du ihn treffen würdest, das wäre sehr toll. Aber wenn du nicht triffst, bist du tot. Immer so nebenbei, so als Motivation, ne? Das Problem ist, ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt hinflüchten, ne? Wenn die den Schatz geöffnet haben. Wo gehen die denn dann hin? Hierhin? Da wäre sehr doof. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, rechtzeitig. Jetzt habe ich keinen, der hier jetzt hier abblockt. Und Anna, einmal heilen. Ich würde sagen, ich bin ein guter Magier sein. Warum kann ich hier nicht runter? Ich weiß nicht, was da oben alles ist, Mann. Ich kann mich nicht weiter da rein bewegen, weil ich das nicht sehe. Das ist blöde. Ich kann auch mit ihr dahin gehen, ne? Aber jetzt zwar von dem Sonnenbogen getroffen, aber ist eigentlich okay, ne? Naja, das war mal so. Okay. Da kommt schon wieder jemand aus dem Nichts. Ja, wo geht der jetzt hin? Ich krieg die Sachen alle nicht. Ha. Nein. Oh Mann. Ja, du bist weg. Vielleicht sollte ich meinen Tänzer-Typ auch mal nach oben packen, ne? Das war auch vielleicht eine Idee, ne? So, jetzt muss ich ja irgendwie so schnell wie möglich dahin kommen, ne? Ich kann mich nicht weiter da rein bewegen, weil ich das nicht sehe. Also, wo geht der jetzt hin, ne? Wo soll ich das wissen? Kann ich die Sache überhaupt noch einstecken hier? Sind beide grün, also nicht, ich meine, ich kann die beide noch einstecken, ne?
Oh, da ist ein Erzritter. Dich. Gott. Oh, wow. Ich kriege sogar noch hier damit kaputt. Okay. Ist auch ein Erzritter, du bist ein Erzritter. Das ist einmal Magie und du bist weg. Ich weiß nicht, ob ich sie da eben platzieren kann, aber hier sieht nicht so aus, als wären da irgendwelche Leute, ne? Naja. Irgendwie mache ich mit Wind mehr. Okay. Oh. Ja. Trotzdem noch mal mit jemanden hier angreifen. Wie mit der zum Beispiel. Hm. Ich mache keinen Schaden mit meinen Sachen. Ah, mein Koop-Schlag muss treffen. Danke. Kacke. Vielleicht hätte ich doch erst die Nebenquest machen sollen, ne? Ja, Kapitel hat's in sich. Hm. Ja, ich hoffe, da sind nicht noch mehr Leute, ne? Ja, ich gehe jetzt voll auf den hier los und mache den nicht alle. Ja, weißt du was? Vielleicht auch geht noch so. Komm. So. Jetzt kommt Butcher und den fertig machen, ne? Im Rapier. Hoffentlich. So. Ein APiger halt. Ja, aber die Diebe, die kriegt doch jetzt nie im Leben noch, ne? Ha, komm schon. Aha, ah, nee. 18. Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist sowas von tot. Und ich habe keinen meiner Heiler hier noch, den ich erübrigen kann. Cool. Oh mein Gott. Ey, du Sack. Das hat Lichtgefäß an. Irgendwie geht er ja auf ihn los. Ich glaube, du hättest Butcher schon erledigen können. Okay, wo gehen die jetzt hin? Alla, hier hin? Warte mal, glaube ich gut. Okay, warte mal. Planänderung. Du, hier lang. Ich muss mal das scouten kurz. Okay. Sag mir doch, dass du da lang gehst, ey. So. Warte, den kriege ich noch. Den kriege ich noch, ey. Pass mal auf hier, ey. Ich habe gedacht, ihr geht jetzt hier in die Mitte oder so. Aber wenn ihr jetzt hier nach da und da geht, dann ist das ja voll easy. Mann. Ah, blöde Diebes-KI. Na gut. Ja, den kriegen wir locker.
So. 50%. Muss mal kurz überlegen. So, mit der will ich jetzt noch nicht tanzen, aber im nächsten Zug wird das super mächtig sein. So. Ich weiß, der Dieb kommt jetzt hier, ne? Na, komm du mal hier hin. Ich kann dich locker hier packen. So. Versuch bitte nicht zu kritten, wenn es geht. Danke. Was soll der Meisterachs, ne? Also nur. 15, da wird ihn voll eiskalt machen, wenn er getroffen wird. Okay, hat hier irgendjemand noch Momente ausgerüstet? Also Heilfähigkeit halt, ne? Nö. Muss ihn erledigen, glaube ich. Du erreichst sowieso niemanden, von daher. Mit denen, ja. So, wenn es geht, kannst du ihn erledigen, bitte. Ach, muss ich zweimal treffen. Ja, da muss ich einmal treffen. Ja, 2,93er oder 1,88er, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Wenn ich neben dir bin, dann treffe ich doch eher, ne? Ja, cool. So, dann mache ich auch den, ja. Damit du gegen den einen Typ nicht verreckst. Habe ich dich kaputt? Das war eigentlich nur im Weg hier blockieren. Und auf achten hat hier niemand den Meisterachs-Typen ja direkt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut gemacht, Kollege. So, 40. Warum ist ja niemand auf voll AP? So, ich muss hier hin. Problem ist, wenn ich sie herausbewege, dann sehe ich den wahrscheinlich nicht mehr, ne? So. Da macht er mal einmal 18 und 0 Schaden. Ach, wegen Roy. Ah. Deswegen kann ich eigentlich hier rein platzieren, ne? Wenn ich den hochheile, ich halte den trotzdem auf, ne? Der wird eigentlich passen, ne? Oder kann ich nicht einfach mal so erledigen? Ich glaube ja nicht, ne? Aber, dann lasse ich dich hier drin, ne? Wie sieht's mit dir aus? Du kriegst wahrscheinlich voll aufs Maul. So, dich muss ich hier hin bewegen. Dich auch. Du gehst mal hier rein. Dir wird schon gut gehen, ne? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Gris ist doch irgendwo hier. Ne, der ist hier, ne? Aber wenn ich den einmal getroffen habe, dann teleportiert er sich ja weg, ne? Weiß nicht, ob mir hat gefällt, weil ich hatte den schon gern da, wo ich weiß, wo der auch ist, ne? So. Wen kannst du überhaupt alles erreichen? Gehen wir erstmal hier hin, ne? Ah.
Diesmal will ich ja ihn heilen, ne? Aber ich muss mich auch bewegen. Aber ich meine einfach den hier, ne? Ich muss ja sowieso zweimal mich bewegen. Weil wenn er von kritischen Treffer getroffen wird, dann ist er sowieso weg. Na, das habe ich mir gedacht. So, wo war er? Er war, glaube ich, hier, ne? Hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool. Krieg ich doch nie im Leben, ja. Dann waren einige Leute, sich hier so lustig fühlen, ne? Einfach ja auftauchen. Ich kann ja keine Dinger platzieren, weil... Ha, was ist das denn für ein... Du? Ja. Ja, wer fehlt hier? Du. Warte mal, ich kann ich ja den machen. So. Das ist eigentlich viel einfacher. Warum hast du Momente? Ach, wegen Corin. Ich schon sagen, irgendjemand hat er doch eingesetzt gerade. Gott, das ist so gruselig, ne? Ah, 5% Trefferchance habe ich gerade gesehen. So, jetzt muss ich irgendwie... Hashcut. Mein Gott, zum Glück habe ich die gerade allein platziert, ey. Ich mach mir gerade, weil die alles durcheinander, ey. Ja, natürlich ist ein Dritter, ey. Alter. Gerade unglaublich schlechtes Timing. So.